So, ich fange jetzt mit 6 Luftmaschen an. Und die erste Luftmasche verwende ich als Fadenring. Und da häkle ich einmal ein Stäbchen. Dann 3 Luftmaschen. Und dann häkle ich ein Doppelstäbchen, 2 Umschläge, Masche holen, die ersten 2 Maschen durch, die zweiten 2 Maschen durch und die dritten 2 Maschen durch. Das sind die Doppelstäbchen, eine Luftmasche, noch ein Doppelstäbchen. Drei Luftmaschen. Ein Stäbchen, eine Luftmasche und nochmal, hier häkeln wir am Rand auch ein Doppelstäbchen. Also 2 Umschläge und ein Doppelstäbchen arbeiten. So schaut es aus. Dann häkeln wir die zweite Reihe. Ich fange mit 6 Luftmaschen an. Wende das Ganze und dann gehe ich in die ersten 3 Luftmaschen. Also da haben wir eine Luftmasche gehäkelt, hier haben wir 3 gehäkelt und häkle die Büschelmaschen. Also Umschlag holen, Masche lang ziehen, zweiten Umschlag holen, Masche lang ziehen und nochmal einen Umschlag und Masche lang ziehen. Und jetzt häkeln wir alle Maschen durch und eine Luftmasche. Jetzt 3 Luftmaschen. Und jetzt wieder in dieselbe Stelle Büschelmaschen, also erster Umschlag, Masche holen, lang ziehen, zweiter Umschlag, Masche holen, lang ziehen und dritten Umschlag, Masche holen, lang ziehen. Alle Maschen durch und mit einer Luftmasche alle Maschen befestigen, dann wieder 3 Luftmaschen und nochmal das gleiche, Umschlag, Masche holen, lang ziehen, Umschlag, Masche holen, lang ziehen, Umschlag, Masche holen, lang ziehen, alle Maschen durch und mit einer Luftmasche befestigen. So, dann eine Luftmasche und dann häkeln wir hier in die mittlere Luftmasche ein Doppelstäbchen, 2-mal Umschläge, einstechen, Masche holen und ein Doppelstäbchen arbeiten. Eine Luftmasche und jetzt häkeln wir hier auf der Seite in diese 3 Luftmaschen wieder diese 3 Büschelmaschen. Alle Maschen durch. Und dann 3 Luftmaschen. Und wieder Büschelmaschen. Drei Luftmaschen und nochmal das gleiche. So, alle Maschen durch. So, und jetzt 2 Luftmaschen und hier in den letzten, hier in die Maschen einfach einstechen und ein Dreifachstäbchen ist es sogar. Also 3-mal Umschläge,
Masche holen und immer zwei Maschen. Zusammenhäkeln. So schaut unsere zweite Reihe aus. So, dritte Reihe beginne ich mit 5 Luftmaschen. Wende das Ganze und in die ersten Luftmaschen hier häkle ich ein Stäbchen, 3 Luftmaschen und nochmal da ein Stäbchen. So, dann 2 Luftmaschen. Jetzt gehe ich zwischen den ersten 2 Büschelmaschen und häkle da eine feste Masche. Dann 2 Luftmaschen. Und dann gehe ich zwischen den nächsten 2 Büschelmaschen und häkle da eine feste Masche. Dann 2 Luftmaschen. Dann gehe ich in unser Stäbchen, Doppelstäbchen in der Mitte und häkle da ein Stäbchen, 3 Luftmaschen, dann ein Doppelstäbchen, immer noch in dieselbe Masche. Eine Luftmasche, wieder ein Doppelstäbchen, immer noch in die Mitte. Dann 3 Luftmaschen und ein Stäbchen, immer noch in diese Spitze. So schaut es bei uns dann oben aus. Jetzt häkeln wir 2 Luftmaschen. Zwischen den ersten 2 Büschelmaschen eine feste Masche, 2 Luftmaschen, dann gehe ich zwischen den nächsten 2 Büschelmaschen eine feste Masche, 2 Luftmaschen, jetzt gehe ich hier in diese Luftmaschen am Ende der Reihe und häkle ein Stäbchen, 3 Luftmaschen. Immer noch da in dieselbe Stelle einstechen, ein Stäbchen, eine Luftmasche und am Ende der Reihe immer noch in dieselbe Einstichstelle ein Doppelstäbchen. Also 2 Umschläge und immer 2 Maschen durchhäkeln. So schaut es aus. Und jetzt die vierte Reihe. Fange ich mit 7 Luftmaschen an. Wende das Ganze. So, jetzt häkle ich hier, also das lasse ich aus und gehe hier in die 3 Luftmaschen der Vorrunde und häkle wieder die Büschelmaschen. So, Umschlag, Maschlang ziehen, Umschlag. Masche lang ziehen, Umschlag, Masche lang ziehen. Alle Maschen durchhäkeln und einmal befestigen mit einer Luftmasche. Dann 3 Luftmaschen, die nächste Büschelmasche, 3 Maschen durch, 3 Luftmaschen und nochmal das Ganze wiederholen. Alle Maschen durch. Und dann 2 Luftmaschen. So, dann gehen wir hier, wo unsere mittlere Büschelmasche ist, in diese 2 Luftmaschen. Und häkle da ein Stäbchen, dann 2 Luftmaschen und jetzt gehe ich hier in unsere Spitze oben
wirklich da an diesen ersten drei Luftmaschen wieder die Büschelmaschen. So, drei Luftmaschen und dann nochmal. Drei Luftmaschen und noch einmal. So, jetzt eine Luftmasche und in die mittlere Luftmasche häkeln wir ein Doppelstäbchen. Zwei Umschläge, also zwischen den beiden Doppelstäbchen einstechen und ein Doppelstäbchen arbeiten, eine Luftmasche. Und jetzt häkeln wir in diese drei Luftmaschen wieder die Büschelmaschen. Drei Luftmaschen und nochmal das Ganze wiederholen. Und noch einmal. So schaut es aus. So, und dann wieder zwei Luftmaschen. Dann häkeln wir da, wo das mittlere, die mittlere Büschelmasche ist, über diesen, über der Masche, diese zwei Luftmaschen, da häkeln wir jetzt ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen und jetzt gehen wir in diese drei Luftmaschen zwischen den beiden Stäbchen und häkeln da wieder Büschelmaschen. Drei Luftmaschen und dann das Ganze wiederholen. So, und dann zwei Luftmaschen und am Ende der Reihe ein Dreifachstäbchen, also dreimal Umschläge, hier einstechen, Masche holen und immer zwei Maschen zusammen arbeiten. So schaut das Ganze bis jetzt aus. Die fünfte Reihe häkle ich genauso wie die dritte. Man sieht es schon, dass wir hier praktisch nur zwei Reihen haben, die sich immer wiederholen. Also die fünfte genauso jetzt wie die dritte arbeiten. Also ich fange jetzt mit fünf Luftmaschen an. Winde das Ganze und häkle hier in die ersten zwei Luftmaschen ein Stäbchen, drei Luftmaschen, ein Stäbchen. So, dann zwei Luftmaschen zwischen den ersten, zwischen der ersten und zweiten Büschelmasche, eine feste Masche. Dann zwei Luftmaschen zwischen den nächsten zwei Büschelmaschen, eine feste Masche. Dann zwei Luftmaschen. Jetzt gehen wir hier auf der Seite von diesem Stäbchen hier. Und häkeln da ein Stäbchen, drei Luftmaschen, ein Stäbchen. Dann zwei Luftmaschen. Jetzt gehen wir hier zwischen den ersten zwei Büschelmaschen eine feste Masche, zwei Luftmaschen, zwischen den nächsten zwei Büschelmaschen eine feste
Maschinen zwei Luftmaschen, jetzt gehen wir hier in das mittlere Stäbchen und häkeln da ein Stäbchen. Ein Stäbchen, drei Luftmaschen, ein Doppelstäbchen, eine Luftmasche, nochmal ein Doppelstäbchen, dann drei Luftmaschen und ein Stäbchen. Dann zwei Luftmaschen zwischen den ersten zwei Büschelmaschen, eine feste Masche, dann zwei Luftmaschen zwischen den beiden Büschelmaschen, eine feste Masche, dann zwei Luftmaschen, dann gehe ich hier vor den Büschelmaschen rein und häkle ein Stäbchen, drei Luftmaschen und ein Stäbchen. Dann zwei Luftmaschen zwischen den ersten zwei Büschelmaschen, eine feste Masche, dann zwei Luftmaschen zwischen den beiden Büschelmaschen, eine feste Masche, dann zwei Luftmaschen und hier in die letzten Maschen häkle ich ein Stäbchen, drei Luftmaschen, nochmal ein Stäbchen, eine Luftmasche und nochmal in dieselbe Stelle ein Doppelstäbchen. Zwei Umschläge und dann immer zwei Maschen zusammen. Und die letzte Reihe, das ist die sechste, häkle ich genauso wie die vierte. Also ich fange wieder mit sieben Luftmaschen an. Wende das Ganze und häkle hier zwischen den beiden Stäbchen die Büschelmaschen. So, alle Maschen durch. Dann drei Luftmaschen, nochmal wiederholen. Alle Maschen durch und dann drei Luftmaschen und nochmal wiederholen. Alle Maschen durch. So, dann zwei Luftmaschen. Jetzt gehen wir da, wo unsere mittlere Büschelmasche ist, und häkeln da ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen und jetzt gehen wir wieder da zwischen den beiden Stäbchen und häkeln wieder die Büschelmaschen. Nochmal wiederholen. Und noch einmal. So, dann zwei Luftmaschen und jetzt gehen wir wieder hier, wo die Spitze ist. Ich meine das mittlere, die mittleren Büschelmaschen und häkeln ein Stäbchen. Und zwei Luftmaschen und dann gehen wir da in diese drei Luftmaschen an der Spitze und häkeln da auch die Büschelmaschen. Drei Luftmaschen, nochmal wiederholen. Drei Luftmaschen und noch einmal wiederholen.
Eine Luftmasche und ihr segeln wir hier in die mittlere. Masche in das Doppelstäbchen, auch ein Doppelstäbchen. Eine Luftmasche und in diese drei Luftmaschen wieder Büschelmaschen. Dann zwei Luftmaschen und jetzt häkeln wir da, wo das mittlere, die mittlere Büschelmasche ist, ein Stäbchen. Dann zwei Luftmaschen. Dann gehen wir weiter. Da, wo unsere zwei Stäbchen sind, da häkeln wir wieder die Büschelmaschen. So, drei haben wir jetzt. Jetzt wieder zwei Luftmaschen und jetzt wieder da, wo das mittlere ist, ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen und jetzt häkeln wir hier zwischen den beiden Stäbchen wieder die Büschelmaschen. Und dann zwei Luftmaschen und ein Dreifachstäbchen nochmal in diese letzten Maschen. Und die letzten zwei Reihen einfach wiederholen.